Excelsior Held von Tyria. Hier ist wieder Homebrew mit einem neuen Einsteigerguide. Heute schauen wir uns den Condi Negromanten an. Das Bild dazu findest du in der Videobeschreibung. Der Condi Negromant ist gut geeignet, weil er eine Vielzahl an Fähigkeiten mitbringt und all seine Fähigkeiten auf eine Reichweite von 1200 machen kann. Daher werdet ihr auch in Kämpfen, wo ihr euch viel bewegen müsst, euren Schaden effektiv am Gegner anbringen können. Schauen wir uns nun die Rotation etwas genauer an. Grundsätzlich solltet ihr versuchen, immer drei Sandschatten zu haben, da mit jedem Sandschatten euer Zustandsschaden steigt. Ihr solltet immer Blut ist Kraft mit Wüstenschleier kombinieren, da euer erster Angriff nach Benutzen von Wüstenschleier die Blutung und Pein, die ihr euch selbst verursacht, auf den Gegner überträgt. Ich mache euch das einmal vor. Ihr habt gesehen, ich hatte kurzzeitig die Zustände Blutung und Pein. Als ich Wüstenschleier aktiviert habe, hat mein erster Angriff diese auf den Gegner übertragen. Während ihr nun also die F1 auf Cooldown haltet, damit ihr immer drei Sandschatten habt und wann immer ihr könnt, Blut ist Kraft und Wüstenschleier kombiniert, versucht ihr den Rest der Zeit vor allem eure Auto-Attack-Kette mit dem Zepter nicht zu unterbrechen, also immer drei Auto-Attacks zu machen. Ansonsten benutzt ihr immer Zepter 3 und Fackel 4 und 5 auf Cooldown. Vor allem Zepter 3 ist sehr wichtig, damit eure Lebenskraft immer schön voll bleibt. Ihr könnt theoretisch auch Fackel 4 und 5 weglassen. Das sorgt dafür, dass ihr ca. 3000 Schaden pro Sekunde verliert. Wenn ihr euch so allerdings besser auf den Kampf konzentrieren könnt, ist es das allemal wert. Wenn ihr sagt, ihr habt in eurem Kopf keinen Knoten davon, F1 auf Cooldown zu halten, Blut ist Kraft und Wüstenschleier zu kombinieren und die 3 zu benutzen, dann fügt diese ruhig ein. Den Rest der Zeit, wie gesagt, versucht ihr eure Auto-Attack-Kette nicht zu unterbrechen. Die komplette Rotation seht ihr dann jetzt. From the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. An average beating the motherfucking gang that you walk down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. An average beating the motherfucking gang that you walk down. Minimal punishment, boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean no more, put you in the coffin. Walk around with a noose, so a fucking 22, wanna see you as a person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own, taking handles like a bum who is jobless. Clickety clock with the Glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rats all gonna get chopped. Playing all these bitches like an avatar, yes, 50K for a verse or a punchline. Cause without you, we doing this shit just fine. So we learn a lot of things from this shitty generation. Everything is better, aim is for some fucking recognition. Ooh, wait, I think that I'm saying shit's hitting their soft spot. Ayy,
The reason they can't stand the truth, cause they all drop. Ay. Fuck what they think, cause I promise I won't stop. Ay. The wolf that is climbing the hills already on top. Woof. Straight from the underworld, coming for the underground. Falls ihr CC am Boss machen müsst, könnt ihr eure Elite verwenden. Der Fleischgolem wird dann auf den Gegner zustürmen und ihn niederschlagen. Fackel 5 ist ebenfalls ein CC-Skill. Könnt außerdem auf der Zweithand noch ein Horn mitnehmen, das mit der 4 CC am Gegner macht. Falls einer eurer Truppkameraden im Downstate ist und wiederbelebt werden muss, könnt ihr, falls eure Lebenspunkte hoch genug sind, auf eine Reichweite von 900 ihn mit Siegel des Untodes wiederbeleben. Epidemie ist ein sehr guter Skill, um die Zustände, die euer Gegner hat, auf umliegende Gegner zu übertragen. Allerdings werdet ihr bloß 5 Stapel von jedem Zustand auf den Gegner übertragen können. Die Zustände, die ihr übertragt, werden mit eurem Zustandsschaden und eurer Fachkenntnis auf den Gegner gewirkt. Ihr könnt außerdem Spektralgriff mitnehmen, um Gegner in einer Reichweite von 1200 an euch heranzuziehen. Dieser Skill betrifft 5 Ziele. Um Projektile zu blocken, könnt ihr auch korrosive Giftwolke mitnehmen. Diese wird alle Geschosse, die in den Bereich eindringen, auf der sie liegt, blocken. Falls ihr bei Kadim 2, also dem Endboss von Wing 7, einen Pylon übernehmt, könnt ihr einfach bei Flüche den letzten Trade, verschlingende Dunkelheit, austauschen, beziehungsweise bleibender Fluch austauschen, gegen parasitäre Ansteckung. Hier werdet ihr um 5% eures zugefügten Zustandsschadens geheilt. Nehmt dann außerdem die Sandwoge mit, um euch von eurem Pylon zur herabfallenden Kugel zu teleportieren. Und dann das Portal zurück zu benutzen, um wieder zu eurem Pylon zu kommen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video etwas weiterhelfen. Falls noch Fragen offen sind, melde dich entweder ingame bei mir, schreib dann eine Nachricht an homegrow.4365 oder an Loki der Gierige. Vielleicht sehen wir uns dann bald in Fraktalen oder in Raids.